Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Perry Roden. Die letzte Folge war nicht so ruhmreich. Ich bin eher durch die Gegend gedrüttelt und habe gesucht, wo ich lang muss. Wir schauen mal weiter hier. Geh mal da. Wo ist er hin? Guck mal. Toregon, intrigiert der Kosmokraten, deren Tragweite sich meiner Vorstellungskraft entzog, beherrschen die nächsten Jahrzehnte die Verantwortung für alle Menschen lastet schwer auf mir. Ich beschloss, auf ein Angebot der Superintelligenz S einzugehen und die Milchstraßenvölker in das sogenannte Toregon einzubringen. Diese Bewegung wurde von mehreren Superintelligenzen initiiert. Entschuldigung. Der Machtkampf zwischen Kosmokraten und... Oh, Alter. Kao-Teilchen sollte unterwandert und Orte für Neutralität sollten geschaffen werden, in denen sich das Leben unabhängig von höheren Mächten entwickeln konnte. Der Plan misslang. Neuerlich drohten wir Menschen zwischen Gut und Böse zerrieben zu werden. Noch immer sind die Nachwirkungen dieses ewigen Streits zu spüren. Die Möglichkeit der Raumfahrt und damit zur weiteren Ausbreitung des Lebens wurde durch die Kosmokraten drastisch eingeschränkt. Vielleicht warten noch andere schreckliche Gefahren auf uns Terraner, vielleicht beginnen sie gerade jetzt, ihre Wirkung zu entwickeln. Okay, S ist das Wesen, was Perry die relative Unsterblichkeit verliehen hat. Ich find's total cool. Also hier dieser Scheißgang, den hätten sie echt ein bisschen besser markieren können. Soviel zum Thema, ich finde Sachen aus purem Glück. Solare Residenz. Die Solare Residenz ist Sitz der terranischen Regierung und ihres galaktopolitischen Armes der Liga Freier Terraner. Sie gilt als das neue Wahrzeichen für Terrania und wurde gegen Ende des 13. Jahrhunderts NGZ errichtet. Sie schwebt im Residenzpark im Herzen der Stadt, genau 1 Kilometer über dem künstlich geschaffenen See. Alter, wenn das Ding abstürzt, bin ich Mus. Sie ist 1010 Meter hoch und besitzt am Ende ihres Stiels 5 Blütenblätter, die diesem Monument terranische Gestaltungswillens auch die liebevolle Bezeichnung Stahlorchidee geben. Okay. Doch ihre glänzende Außenhaut aus Taritstahl verbirgt eine bionische Konstruktion. Ihre Wände sind supraleitend wie Pflanzenfasern, stabil wie Waben und biegsam wie Gräser. Sie wurden von dem siganischen Bionik-Ingenieur Ulan Soso in enger Zusammenarbeit mit Mikroingenieuren des Volkes der Swoon erdacht und von terranischen Bionikern geschaffen. Außerdem ist sie als Rückzugsort das Symbol unserer Heimat, Ausgangspunkt vieler Abenteuer. Okay. Ah, okay. Hallo Perry Rodan. Willkommen in der Solaren Residenz. Ich bin eine Projektion unseres Residenten Periodan. Hier siehst du die wichtigsten. Gott sei Dank ist er stillgelegt. So ein Angriff hat manchmal auch seine guten Seiten. Hihi. Britz. Ja, Tausendsprung der Schwarm. Sternenreiche, die nach Unabhängigkeit von der Erde strebten, entwickelten sich während des nächsten Jahrtausends. Bruderkämpfe waren an der Tagesordnung. Adlan und ich hatten alle Hände voll zu tun, die Interessen einzelner Machtverbände unter einen Hut zu bekommen. Die Ankunft des Schwarms kennzeichnete das Ende dieser Expansionsphase. Die Völker der Milchstraße wurden in Geschehnisse gerissen, die unsere Vorstellungen von den hohen Mächten des Universums sprengten. Wir erfuhren, dass es Wesen gab, die weit über Superintelligenz wie es standen. Materiequellen, Kosmonoklo, ach du Alter, die endlose Armada und Kosmokraten wurden zu Begriffen, deren Inhalt wir erforschen mussten. Kann die auch mal einfache Sätze machen hier? Ist ja schrecklich. Liebe sucht, muss seinem Schicksal folgen. Wenn du die Wahrheit suchst, musst du den Mythos finden, der unsterblich ist. Eile, eile, eile. Was soll denn das? Ja. Die Sol. Im Jahr 3540 wurde ein terranisches Raumschiff in Betrieb genommen, das zur Legende werden sollte. An Bord des 6 Kilometer langen Raumers, Alter, wurde Geschichte geschrieben. Sei es aufgrund seiner jahrhundertelangen Odysseen, die wechselnde Besatzung auf der Suche nach der Erde auf sich nehmen.
Was? Die wechselnde Besatzung auf der Suche nach der Erde auf sich nehmen musste. Hä? Sei es aufgrund seiner Rolle als Botschafter einer befriedeten Menschheit oder sei es als Mittel zum Zweck, das mitunter sogar im Dienste der Kosmokraten stand. In der wechselhaften Geschichte Terras mag es größere und kampfkräftigere Schiffe gegeben haben, doch Symbolkraft und Nimbus der Sol blieben unerreicht. Ich habe also nicht nur eine Leseschwäche hier, Freunde. Nee, 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 nee. Och, Alter. Die Stardust-Mission. Die Stardust, das Raumschiff, mit dem alles begann. Am 20. Juni 1971 nach Christus landete meine Crew und ich mit der Saturn-Rakete Stardust auf dem Mond. Meine drei Begleiter, Reginald Bull, Clark G. Flipper, Dr. Eric Manoli und ich stießen nahe des Lunar-Südpols auf menschenähnliche Außerirdische, die Arkoniden. Sie erwiesen sich als arrogante, größtenteils degenerierte Lebewesen, die uns Menschen als halbe Tiere betrachteten. Es kostete mich viel Überzeugungskraft, die Schiffskommandantin Thora von unseren und insbesondere meinen Qualitäten zu überzeugen, und sie wurde, nebenbei gesagt, meine erste Frau. Am 29. Juni brachte ich die Stardust zur Erde zurück. Wir landeten in der Wüste Gobi, mit Hilfe von in unserem Besitz gebrachten Arkonidischer Technik gründeten meine Begleiter und ich die Stadt Terrania City. Eine rasch wachsende Metropole wurde zum Brennpunkt aller weiteren Entwicklungen. Es fehlt nur noch der da, ne? Ja, du mich auch. Muss seinem Schicksal folgen. Wenn du die Wahrheit suchst, musst du den Mythos finden. Nein. Ja. Schon wieder? Wer schreibt mir denn solche kryptischen Nachrichten? Mhm, das denke ich mir auch gerade. Wer ist er? Resident Rodan, du hattest nach mir rufen lassen. Bist du der Techniker, der kommen soll, um die Positronik wieder in Gang zu bringen? Ja, entschuldige meine Verspätung, aber das ist zurzeit das reinste Chaos. Es hat vielleicht gedauert, dass ein Shuttle frei wurde, das mich zur Terrasse fliegen konnte. Dann sind die Transmitter immer noch defekt. Ein Einschlag hat wohl dazu geführt, dass die Biokomponente der Hauspositronik unter Verwirrung leidet. Ein Teil ihrer Informationen scheinen geloopt. Eigentlich eine Kleinigkeit. Aber mit der Sicherheit und den Kontrollen überall. Der Positroniker. Ja. Es ist gleich wieder ganz. Was ist das? Ulan Soso, siegenasischer Bionik-Ingenieur, Konstrukteur der Solaren Residenz. Es funktioniert gleich wieder alles. Mondras Büro. Seit unser gemeinsamer Sohn DeLorean nicht mehr bei uns ist, waren wir eigentlich nur noch gute Freunde. Doch seitdem ich weiß, dass sie in Gefahr ist, haben sich meine Gefühle für sie geändert. Oh, wo ist die Büronummer? Da das Türschild sein sollte, ist nur eine Wölbung zu sehen. Man bräuchte Röntgenaugen, um die Zahlen lesen zu können. Mondra hat ihre eigene Auffassung von Privatsphäre. Ganz schön. Ich brauch die Thermobrille. Wo geht's denn hier hin? Mal sehen, wohin mich dieser Transmitter bringt. Residenzparlament. Und das ist nicht das Residenzparlament. Halt, Resident Rodan. Was zum... Das hier ist höchst gefährdete Sicherheitszone. Der Luftraum über Terrania ist nicht sicher. Und was ist hier passiert? Mondra Diamond ist entführt worden. Was? Wer hat das getan? Wissen wir noch nicht. Die Roboter, die den Anschlag verübt haben, schienen aber nicht terranischen Ursprungs. Keine uns bekannte Bauart. Was ist mit den Transmittern? Ein Teil der Steuerung der Hauptpositronik wurde getroffen. Nur die zuletzt angesteuerte Station ist aktiv. Wir arbeiten dran, Resident. Aber du musst jetzt bitte wieder gehen. Ich habe meine strikten Order. Ja, von Bully. Wenn's denn sein muss. Mondra Diamond. Beste Freundin von Perry, Mutter eines gemeinsamen Kindes, ehemalige Agentin des Liga-Dienstes, zurzeit im kulturellen Charity-Bereich tätig. Hat er gekifft?
Ja, ist gut. Entschuldige bitte. Was machst du da? Wonach sieht es aus? Ich pfeife. Die piezoelektrischen Kristalle reagieren auf gewisse Schallwellen besonders intensiv. Das kann man wohl sagen. Aber was kann ich für dich tun, Resident? Du reparierst diesen Kannst Terminal. Du das wieder in Gang setzen? Ich weiß nicht, ob ich mit den Systemen da unten vertraut bin. Ist immerhin nur die Überbrückungselektronik. Seit der Erbauung hat die niemand mehr benutzt. Die Technologie könnte veraltet sein. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke. Ich kann den Roboter umkehren. Ja, ne. Der hat's aber eilig. Na, der hat die Gemütlichkeit ja gepachtet. So. Klick, klack, klick, klack, klick, klack. So. Britz. Ich hab gefunden, muss ich mal gucken. Mal gucken, was ich jetzt machen kann hier. Oh, ist das toll. Im Achtelfinale vom Kolonialcup. Das muss man sich mal vorstellen. Alter. Ich möchte nur wissen, wann sie den Trainer endlich feuern. Ach, gut, dass du kommst. Gerade wollte ich dich suchen. Na klar. Was gibt es? Wie ich es vermutet hatte, ist der Code heutzutage halt sehr unüblich. Ich kann da leider nichts machen, solange ich den nicht kenne. Was denn für ein Code? Ach, die biopositronische Komponente des Gebäudes benutzt einen veralteten Algorithmus, den ich nicht kenne. Ach ja? Aber wenn die Positronik mit der Biokomponente in Verbindung steht, dann ist sie ja auch gleichzeitig Teil der Konstruktion. Am besten fragst du den Konstrukteur der bionischen Baukomponenten, Ulan Soso. Soweit ich weiß, lebt er noch. Und für dich als Resident sollte es ein leichtes sein, ihn zu sprechen. Tja, theoretisch schon. Aber unter den gegebenen Umständen... Aber vielen Dank für den Hinweis. Ja, schön. Eigentliches Ziel des Angriffs von extraterrestrischen Robotern war die Entführung Mondras auf der Terrasse der Residenz. Aber der Zutritt dorthin wird mir aus Sicherheitsgründen verweigert. Ich muss die Soldaten ablenken, wenn ich mich selbst dort genauer umsehen will. Damit haben wir zum Beispiel zwei Soldaten, die wir ablenken müssen. Okay. Gucken, ob ich jetzt die Thermoscan-Brille kriege. Resident, das ist der erste Tag in meinem Leben, an dem du mir begegnest. Und dann gleich so häufig. Schade, dass die Umstände so unglücklich sind. Der hat seine Brille nicht mehr auf. Kann ich mir die mal ausleihen? Selbstverständlich, Resident. Im Moment brauche ich sie nicht. Aber später hätte ich sie dann schon gerne wieder. Klar, selbstverständlich. Nein, es ist meine. So, guck mal hier, ich hab Ulan Soso. Soso. Aber Resident, jeder Bioniker weiß um die Bedeutung von Ulan Soso für die Solare Residenz. Ja, jetzt kann ich mit Mondras Büro. So, wie ihr sehen konntet, sind wir hier ziemlich weitergekommen. Wir können jetzt in Mondras Büro und die ganzen anderen Sachen interessant machen. Ich bedanke mich fürs weitere Zusehen dieser nächsten Folge, die ja etwas konstruktiver war als die vorherige. Wir sehen uns in der nächsten Folge und Manni sagt...